jetzt wieder? Thank you.
Natürliche Ressourcen verbergen sich unter dem Eis. Infolgedessen hat sich die Wirtschaft des Kontinents rasch entwickelt.
Hey. Wie? Ich würde Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse mitteilen. Sind Sie noch daran interessiert? Auf jeden Fall. Ich analysiere noch immer Texte von vor 2 Jahrtausenden. Daher sind die Resultate noch nicht endgültig. Doch ich habe bereits eine gewisse Zeitlosigkeit beobachten können. Achilles, Odysseus, die Helden aus Plutarchs Lebensbeschreibungen besaßen Charakteristiken, die ich auch bei meinen Passagieren beobachten konnte. Vielleicht haben sich die Menschen doch nicht so sehr verändert. Es ist zu früh für solch eine Hypothese. Doch man beachte, wie das Verhalten hiesiger Gangs dem von Soldaten im Trojanischen Krieg ähnelt. Man opfert Jugend und Leben auf der Suche nach Größe oder man erwacht aus einer Art Koma, suchend nach Identität und Bedeutung. Viele meiner Klienten erfahren ähnliche Wandel und sind in keinerlei Hinsicht fiktive Protagonisten. Verdammt, du hast dich da echt reingehängt. Wenn der Olymp nicht zu mir kommt, muss ich zum Olymp. Verzeihen Sie mir die Plattitüde. Doch keine Sorge, wir sind nicht in Griechenland, sondern noch immer auf der gewünschten Route. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.
Thank you.
Scheiße!